Bioklimatische Pergola ist derzeit eine der modernsten Arten von Dachterrassen. Die beweglichen Lamellen können als festes Dach gegen Regen verwendet werden oder im Gegenteil, genießen sie die Sonne. Screen-Rollos an den Seiten schützen sie nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor Wind und gleichzeitig bieten sie die nötige Privatsphäre. Schauen wir uns jetzt gemeinsam den Prozess des Baus einer Pergola an. Wir haben die Bestellung im Internet unter labona.at aufgegeben. Menü Außenbeschattung. Wählen Sie einfach Aluminiumpergolen und dann die Art der Pergolen nach Ihren Wünschen. Dann ist es notwendig, auf Ihrer Terrasse die erforderliche Breite und Länge der Pergolen zu messen. Wenn Sie sich für eine Pergola-Verankerung an der Fassade entscheiden, denken Sie beim Messen der Höhe der Pergola an Jalousieboxen oder an der Installation unter Gips, in denen nicht verankert werden kann. Wegen den genannten Jalousieboxen mussten wir die Pergola in einer Höhe von 293,5 cm bestellen. In unserer Situation ist es Pergola Typ C, 3,85 Meter x 7 Meter mit Lamellen, die in zwei Abschnitte unterteilt sind, ausgestattet mit 3 Pfosten und 4 Screen-Rollos. Da wir eine längere Pergola buchen, als der Standard im Konfigurator eingegeben werden kann, haben wir direkt Labona kontaktiert und den Produktionsauftrag individuell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Die Pergola-Produktion dauerte ca. 30 Tage und wir suchten in dieser Zeit nach einem LKW. Pergola-Lamellen sind in großen Holzkisten verpackt. Die können Sie direkt auf dem LKW auspacken und die Komponenten schrittweise entladen. Wir haben uns einen Gabelstapler gemietet. Beim Entladen des Profils ist es vorteilhaft, genügend Helfer zur Hand zu haben. Besonders lange Profile lassen sich leichter zu dritt tragen. Die Stromversorgung für die Pergola erfolgt über Außenleuchten an der Fassade. Vor dem Zusammenbau mussten zuerst die Lichter entfernt werden. Nach Fertigstellung setzen wir sie wieder an ihren Platz zurück und rüsten eine intelligente Glühbirne aus, die zusammen mit der Pergola gesteuert werden kann. Es ist jetzt notwendig, genau zu messen, um die Füße zu positionieren. Die Hauptebene ist in unserem Fall die Fassade des Hauses. An der Fassade markieren wir Linien in einem Abstand von 7 Meter, die Länge der Pergola von der ersten Linie an der Fassade, um die erforderliche Breite zu messen, und von der Diagonale der zweiten Linie. Dadurch erhalten wir die Position der ersten Fußzeile. Überprüfen Sie die Ankerfüße mit einem Bleistift, um die inneren Löcher zu zeichnen, und achten Sie auch auf den Umfang des Fußes, um ihn später wieder in genau dieselbe Position zu bringen. Für jeden Fuß bohren Sie Löcher in Beton mit einem Durchmesser von 12 mm, mindestens 170 mm tief. Gewindestangen, die auf eine Länge von 200 mm geschnitten sind, aus jedem Loch ragen 30 mm heraus. Das Loch muss gründlich von Staub gereinigt werden, damit wir Gewindestangen und Chemikalienanker einsetzen können. Wir haben das Loch mit einem Industriestaubsauger und Kompressor gereinigt. Bringen Sie den chemischen Anker an und setzen Sie dann die vorbereiteten Gewindestangen ein. Wenn ein Teil des chemischen Ankers aus dem Loch herausgedrückt wird, reinigen Sie ihn und versuchen Sie, einen Aluminiumfuß auf die Gewindestangen zu setzen. Wir stellen die äußeren Füße genau auf die gezeichneten Positionen und überprüfen den Abstand mit einer Schnur. Markieren Sie die mittlere Position in der Mitte und dann zwischen den äußeren Füßen. Dehnen Sie die Schnur und die Mitte, richten Sie den Fuß entsprechend der Schnur aus. Zeichnen Sie die Löcher für die mittleren Füße, bohren und installieren Sie die Gewindestangen auf die gleiche Weise. Setzen Sie die Füße auf die Gewindestangen. Setzen Sie die Unterlegscheiben ein und schrauben Sie die Muttern ein. Die Mutter zieht noch nicht fest. Jetzt beginnen wir mit der Montage des Trägerprofils an der Fassade und kehren dann zu den Füßen für die Pfosten zurück. Mit einem Bleistift und einer Wasserwaage haben wir eine Linie an der Fassade erstellt, die später die Außenkante der Führungsschiene des Screen-Rollos vom Boden aus bildet. Vom Boden auf der Terrasse war es notwendig, die Höhe der Pergola zu messen und zu überprüfen, ob die Höhen auf beiden Seiten der Häuser eben sind. Vom Hauptprofil mit dem an der Wand zu montierenden Antrieb entfernen wir die Rinne mit LED-Beleuchtung. Dank dessen öffnen wir die Löcher für die Schrauben. Die Rinne mit LED-Leuchten eignet sich zur Befestigung am Hauptlagerprofil mit Papierband, damit das Trägerprofil nicht beschädigt wird.
An dieser Stelle gibt es eine Montagestufe, zu der mehrere starke Nachbarn eingeladen werden müssen. Das Hauptprofil sollte auf die vorbereiteten Höhenlinien angehoben werden und die Löcher für die Ankerschrauben an der Wand neu zeichnen. Löcher an den markierten Stellen in der Wand bohren. Bei isolierten Fassaden müssen Löcher gebohrt werden, idealerweise im Betonring in der Abhängigkeit von der Höhe der Pergola. Reinigen Sie die Bohrlöcher gründlich von Staub und anderen Verunreinigungen. Die Verankerung des Hauptprofils erfolgt mit Fischer Thermax Dübeln, wobei ein Kegel mit einem Schneidemesser das Loch für den Kunststoffteil des Dübels ausschneidet. Da wir im Betonring verankern, können wir direkt einen chemischen Anker in das Loch einbringen und dann den Fischer Thermax Dübel festschrauben. Wir haben dann die Schnur zwischen den äußeren Ankern gespannt und alle Dübel mit einer leichten Korrektur flach gesetzt, den chemischen Anker für den vom Hersteller vorgeschriebenen Zeitraum reifen lassen. Dann können wir das Hauptprofil auf die vorbereiteten Ankern legen und die Muttern festziehen. Um das Profil an der Fassade aufzunehmen, laden wir wieder ein paar Freunde ein. Die Stromversorgung der Pergola kann wie in unserem Fall an einem der Beine oder am Hauptlagerprofil an der Fassade erfolgen. Kehren wir zu den Füßen zurück, die wir auf dem Boden unserer Terrasse vorbereitet haben. Wir werden drei Pergolenpfosten an den Füßen anbringen. Das Aluminiumprofil an jedem Pfosten schieben und die Schrauben an der Unterseite des Pfostens lösen. Setzen Sie den Pfosten auf den Fuß, stellen Sie die Höhe entsprechend der Höhe in der Zeichnung ein und ziehen Sie die Schrauben aber noch nicht so fest. Nachdem Sie alle drei Pfosten installiert haben, fahren Sie mit der Installation des Umgangsprofils fort. Stellen Sie während der Installation sicher, dass der in das Profil gebohrte Tropfen nicht dazu dient, das Profil zu greifen und zu handhaben. Halten Sie das Profil immer an der Hauptstütze. In diesem Moment verbinden wir die beiden Trägerprofile mit den beiden verbleibenden Umfangsprofilen, sodass die vorinstallierten Stangen in den Seitenprofilen in die vorbereiteten Nuten in den Umfangsprofilen passen. Auf dem Trägerprofil an der Fassade können wir wieder eine Dachrinne mit LED-Beleuchtung installieren. Reinigen Sie das Profil vor der Installation mit einem trockenen Tuch und tragen Sie anstelle des Profils transparentes Silikon auf. Wir befestigen das Profil mit den mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben vom Typ Tex am Profil. In diesem Moment können wir die Ebenheit der Pergola-Konstruktion überprüfen, Korrekturen vornehmen und die Schrauben festziehen. Setzen Sie eine Sechskantschraube MC 10x340 in jede Ecke der Pergola ein und ziehen Sie die Schrauben fest. Decken Sie die Schraubenlöcher im oberen Teil der Pergola mit einem Kunststoff-Blindstopfen ab. Und verbinden Sie das Zuleitungskabel mit der im Pergola-Profil befindlichen Kabelbox gemäß den Anweisungen. Mit transparentem Silikon behandeln wir Fugen zwischen Traufe, Lager- und Seitenprofilen und tragen gleichzeitig Silikon unter den Endabdeckungen des Lagerprofils auf. An der Fassade muss vor dem Einbau der Deckenlatten ein Dachrinnenprofil angebracht werden, das auch zwischen der Fassade der Häuser und dem Trägerprofil an der Fassade angebracht wird. Bohren Sie vorher Löcher in das Traufprofil und kleben Sie das Kompressionsband auf die Kante des Profils, das an der Fassade angebracht werden soll. Stellen Sie das Profil auf die gewünschte Stelle ein und erstellen Sie Löcher für die Schrauben im Trägerprofil in den vorgebohrten Löchern. Verbinden Sie die Profile mit Schrauben mit NDF-Unterlegscheibe und behandeln Sie schließlich die Silikonverbindung zwischen der Fassade des Hauses und Traufprofil. Führen Sie die Lamellen einzeln in die vorbereiteten Löcher ein. Auf der einen Seite ist die Lamelle mit drei Dornen ausgestattet, die in den Bewegungsmechanismus eingeführt werden. Auf der Seite mit drei Dornen heben wir die Lamelle zuerst über die Pergola, damit wir den Dorn in das Loch auf der anderen Seite einsetzen können. Es gibt uns Platz, um die Lamelle am Bewegungsmechanismus zu befestigen. Das Ende der Lamelle mit einem Dorn ist mit einem Kunststoffstecker versehen. Überprüfen Sie den Abstand, indem Sie die Lamelle zwischen den Profilen bewegen. Fügen Sie nach Bedarf einen weiteren Kunststoffstecker hinzu. Screenrollos bewegen sich in den Führungsschienen. Die Führungsschienen sind an den Pfosten und in unserem Fall auch an der Fassade befestigt. Wir haben uns für die sichtbaren Schienen an der Fassade entschieden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Beine der Pergolen am Haus zu verwenden und die Führungsschienen der Screenrollos in Aluminiumbeinen zu verankern.
Bohren Sie in die Führungsschienen, die für die Montage in Aluminiumstützen vorgesehen sind, 4 Löcher für Texschrauben 4,2 x 2,5 mm. Von der Unterkante der Stange ist das erste Loch 30 cm, von der Oberkante 20 cm. Die restlichen 2 Löcher werden so gemessen, dass sie den gleichen Abstand zwischen sich haben. Bohren Sie für Fassadenanker Löcher im gleichen Abstand, jedoch mit einem Durchmesser von 10 mm vor, damit wir sie an den 6 mm Gewindestangen an der Fassade befestigen können. Markieren Sie die Löcher für die Gewindestangen im Voraus, indem Sie die Stange an der Fassade platzieren. Nachdem Sie das Loch gebohrt und gereinigt haben, montieren Sie die Gewindestangen am chemischen Anker. Das Zuleitungskabel für den Screenrollo-Motor ist lang genug, damit es idealerweise durch die Öffnung der Pergola geführt wird, bevor die Box mit dem Rollo angehoben wird. Schieben Sie beide Führungsschienen auf die Rollo-Box. Vor dem Einsetzen ist es ratsam, das Kunststoffprofil von den Führungsschienen zu ziehen und es auf den Reißverschluss des Screenrollo zu schieben. Dann können wir die gesamte Führungsschiene in den Dorn auf der Box einsetzen und die Box zusammen mit den Schienen anheben und in das Loch passen. Weitere Helfer in dieser Phase sind von Vorteil, aber mindestens 2 sollten die Box mit Schienen anheben und ein dritter Helfer muss das Netzkabel bewegen. Mit den vorgebohrten Löchern in den Führungsschienen bohren wir die Löcher in den Pergolenpfosten vor. Die Führungsschienen werden mit Schrauben befestigt, die in die Kunststoffscheiben eingesetzt werden, mit denen die Screenrollos in der Farbe der Pergola montiert wird. Kästen mit Screenrollos werden von den Führungsschienen getragen. Eine weitere Verankerung in der Pergola-Konstruktion ist nicht mehr erforderlich. Kürzen Sie die vom Motor führenden Kabel nach der Montage der Box auf die erforderliche Länge. Stellen Sie in der Box, die sich innerhalb des Pergola-Trägerprofils befindet, Verbindungen gemäß den Farben jedes Kabels her. Überprüfen Sie die Rollos-Funktionen, stellen Sie die Anschläge ein und schrauben Sie die Endkappen auf das Pergola-Stützprofil. Um eine Beschädigung der Screenrollos bei schlechtem Wetter, beispielsweise bei starkem Wind, zu vermeiden, sollte die Pergola mit einem Windsensor ausgestattet sein. Der Sensor wird mit Batterien betrieben und nach werden alle Screenrollos mit der Programmiertaste eingelegt. Wählen Sie auf der Pergola-Fernbedienung das erste Screenrollo aus, drücken Sie auf die Programmiertaste. Nach einer kurzen Bewegung des Rollo drücken Sie die Programmiertaste im Windsensor. Das Rollo bewegt sich auf und ab, um die Verbindung mit dem Sensor zu bestätigen. Wiederholen Sie den Vorgang für alle 4 Screenrollos. Von den Arbeitssteuerungen, die wir während der Montage verwendet haben, laden wir nach und nach alle Komponenten der Pergola in Ninas intuitive Steuerung. Jetzt können Sie die angenehmen Momente in einer luxuriösen, bioklimatischen Pergola genießen. Alles Gute und viel Spaß!